50.000. Verehrte Zuschauer, liebe Fußballfreunde, hier ist das Gelsenkirchener Parkstadion mit dem 37. Pokalfinale, dem Deutschen. Das Stadion, das so rund 72.000 Zuschauer fasst, ist nicht ganz ausverkauft, aber ich schätze, dass so etwa 60.000 jetzt hier sein werden. Und hier haben wir die Mannschaftsaufstellungen des Pokalverteidigers Fortuna Düsseldorf zunächst. Im Tor Daniel mit der 2 Weikel, 3 Zewe, 4 Könen, 5 Baltes, 6 Wenzel, 7 Wirtz, 8 Thomas Alofs, 9 Bommer, 10 Klaus Alofs und 11 Wolfgang Seel, der Schütze des 1:0 im vergangenen Jahr im Pokalfinale gegen Hertha BSC in Hannover. Das ist Bernd Kullmann vom 1. FC Köln. Er wird heute im Mittelfeld spielen. Seine Libero-Rolle spielt Gerd Strack. Hier haben wir die Mannschaftsaufstellung des 1. FC Köln. Im Tor also Schumacher, 2 Konopka, 3 Prestin, 4 Zimmermann, 5 Schuster, 6 Kullmann, 7 Litbarski, 8 Strack, 9 Müller, 10 Woodcock und 11 Groth. Trainer Karl-Heinz Heddergott vertraut auf Gerd Strack als Libero bzw. für Bernd Kullmann eine Sonderrolle im Mittelfeld ausgedacht. Und Anpfiff von Heinz Aldinger, dem Schiedsrichter, der auch während der Europameisterschaft, der heute nach Tagen beispielsweise in Italien pfeifen wird. Seine Assistenten sind Jan Redels aus Hannover und Volker Roth aus Salzgitter. Und es geht gleich ein bisschen ruppig zu hier. Das ist Rüdiger Wenzel, der da am Boden liegt und der offenbar am Schienbein getroffen wurde. Ich nehme an, dass Heinz Aldinger gleich zu Beginn darauf achten wird. Wir sehen ihn hier, wie er zu den Spielern, zu den Düsseldorfer Spielern spricht, die Ruhe zu bewahren. Er wird aufpassen müssen, dass gleich zu Beginn die Sache hier im Lot bleibt. Die Düsseldorfer also ganz in Weiß beim Freistoß Alofs. Und während der Ball ins Ausgerutscht ist, möchte ich Ihnen sagen, dass es also zu einer Neuauflage kommt heute Abend des deutschen Pokalendspiels von 1978. Damals gab es hier ein sehr gutes Spiel und die Düsseldorfer, die die bessere Mannschaft waren, mit den großen Torchancen, mit einem Dutzend erstklassiger Chancen, die sie nicht verwerteten, unterlagen mit 0:2. Und beispielsweise Wolfgang Seel, der Mann mit der Nummer 11, und auch Hickersberger, sein Mannschaftskamerad, der Österreicher damals, mussten sich übel beschimpfen lassen, weil sie ein solches Spiel, das so sicher nach Hause zu schaukeln war, aus der Hand gegeben hatten. Die Kölner, cleverer, kühler. Und jetzt Freistoß, Dieter Müller beruhigt Rüdiger Wenzel. Das ist Baltes mit der 5. Ja, ein bisschen Hitze ist natürlich drin am Anfang. Das sind ja Erzrivalen, die Kölner und die Düsseldorfer, in vielen Bundesliga-Schlachten aufeinander getroffen. Auch einige Male im Pokal. Und da wir gerade bei der Statistik sind, vielleicht ganz schnell noch. Die Kölner sind zum 8. Mal in einem solchen Endspiel, die Düsseldorfer zum 7. Mal. Und die Kölner gewannen dreimal, nämlich 68, 77, 78. Die Düsseldorfer also, wie gesagt, 79. Es ist das 4. Mal, dass sich diese beiden Mannschaften hier um den Pokal im Endspiel streiten.
Bedingungen sind sehr gut heute Abend hier in Gelsenkirchen. Ich schätze etwa 20 Grad warm. Wunderschöner, lauer Frühsommerabend. Die Leute vorgestimmt in leichter Sommerkleidung hier erschienen. Könnte ein schönes Fußballfest werden. Otto Rehhagel, für ihn ein ganz besonders erfreuliches Ereignis, dass er mit seiner Mannschaft ins Endspiel gekommen ist. Das ist das erste Mal. Für ihn galt es eigentlich zunächst einmal den Abstieg zu vermeiden. Der Fortuna, die ja in der Bundesliga große Mühe hatte, sich davor zu bewahren. Und der Pokal, so sagte er mir heute Mittag noch, sollte eigentlich so mehr am Rande noch mitgeholt werden. Aber jetzt ist er natürlich sehr froh, dass seine Mannschaft dieses Endspiel, dieses 37. erreicht hat. Die Brüder Alofs, Thomas mit der 8, das ist Klaus. Er wird am Wochenende zur Nationalmannschaft stoßen, die dann am Montag nach Italien abfliegt, zur Europameisterschaft. Köhnen als letzter Mann, er soll sich um Tony Woodcock kümmern. Alle, die ihn kennen, wissen, dass er ein verbissener Kämpfer ist. Er ist der Älteste in der Fortuna-Mannschaft mit 32 Jahren. Thomas Alof, der Jüngste, er ist erst 20. Und die Kölner mit Konopka am rechten Flügel. Karl-Heinz Hedergott, in Düsseldorf geboren oder aufgewachsen. Seit April Trainer in Köln, hat ein schweres Erbe übernommen. Er hatte sich den Start in Köln wesentlich leichter vorgestellt als Nachfolger von Hennes Weißweiler, aber er hat gleich zu spüren bekommen, wie hart der Wind dort weht, wie eisig. Aber allmählich meint er, kann er seine Mannschaft so motivieren und einstellen, dass es besser wird. Auch heute, wie er hofft. Chance. Rudi Bommer. Er hat verlängert bei Fortuna Düsseldorf, war im Gespräch für Arminia Bielefeld. Er wollte wechseln, aber bleibt nun doch. Ebenso wie der Torhüter Jörg Daniel. Und jetzt die Chance für Seel gegen Konopka. Kurze Ecke mit Thomas Alof. Zimmermann und Baltes etwas flüchtig. Müller und Woodcock. Freistoß angezeigt, drüben von Volker Roth aus Salzgitter. Das Schiedsrichtergespann ist ja bereits vor ein paar Wochen beim Münchner Derby zwischen 60 und Bayern aufgetreten, hat sich dort sehr bewährt und soll in dieser Zusammensetzung auch nach Italien fahren. Ich finde es erfreulich, dass die Linienrichter mehr Einfluss nehmen inzwischen auf das Spielgeschehen. Sehen Sie hier die Auswechselspieler der Fortuna. Im Tor ist Bücher, ein ganz junger Mann, der ist kurz vor dem Spiel hergekommen ist. Er ist Kirschner, oder er wird Kirschner, hatte noch eine Prüfung zu machen heute. Die Düsseldorfer sind ja doch hart geprüft worden im Verlauf der Saison. Sie haben immer wieder verletzte Spieler ersetzen müssen. Und sie haben also einen ganz jungen Torwart hier aus dem Nachwuchs auf der Bank sitzt. Das ist Schuster. Und drüben wartet Roth. Ja, das wird was. Woodcock
Nochmal Kroth. Bei ihm ist Weikel. Sepp Weikel aus Zwiesel hergekommen nach Düsseldorf. Kroth. Drüben ist keiner, außer Zewe. Schumacher ganz spät erst als gefährlichen Ball erkannt. Schauen Sie hier nochmal in der Zeitlupe. Da erst reagiert er. Und ob er da noch rangekommen wäre, ist die große Frage. Donnerwetter. Strack. Lange verletzt mit einer Bauchmuskelzerrung. Auch immer noch nicht ganz gesund. Das ist Klaus Allofs. Und sein Bruder steht abseits. Ja. Hier unten winkt Jan Redelfs, der vor zwei Jahren das Spiel zwischen diesen beiden hier leitete. Sehr gut leitete. Ein aufmerksamer Mann. Und sicherlich eine erbauliche Unterstützung für Heinz Aldinger. Zimmermann und Butkopf. Weikel. Thomas Allofs, das ist Bommer, Köhnen und 20.000 Düsseldorfer rufen Egon, Egon, so wie sie das immer tun, wenn der platzköpfige Mann am Ball ist. Das ist ein alter Haudegen hier in der Düsseldorfer Mannschaft, immer wieder wollte er Schluss machen und dann verlängert er doch wieder um ein Jahr. Aus, ja. Kraft im Mittelfeld, Bommer. Sie hören die Fortuna-Rufe. Hier haben wir die Kölner Auswechselspieler erstmal mit Ehrmann, der im Tor stehen würde für den Notfall. 12 hat Okudera, 13 Wilmer, 14 Engels und 15 Mohr. Alles junge Leute. Bis auf Okudera. Ich wollte sagen, dass die Düsseldorfer hier stärker unterstützt werden, jedenfalls vom eigenen Anhang, als die Kölner. 20.000 Karten gingen nach Düsseldorf, waren im Nu verkauft. Die Kölner taten sich etwas schwerer mit 12.000 Karten. Und dann sind natürlich noch eine ganze Menge aus Gelsenkirchen und Umgebung dazugekommen. Hier Karl-Heinz Hettergott mit Hannes Löhr, seinem Assistenten. Die beiden verstehen sich ganz gut und wissen, wie schwer es ist, die Kölner Elf, die doch ziemlich, na sagen wir mal, durcheinander geraten ist im Laufe der letzten Wochen, wieder zu stabilisieren. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Freistoß. Bernd Kuhlmann ist dort Rudi Bommer in die Parade gefahren, wenn auch nicht böse, aber er hat ihn auf jeden Fall auf nicht regelgerechte Weise zu Fall gebracht. Freistoß. Gute Distanz. Vielleicht 20 Meter seitlich. Weikel ist der Mann, der sich den Ball zurechtlegt. Etwa 12 Minuten gespielt, immer noch 0:0.
kann er gut. Mit einer geschickten Körpertäuschung, das kennen wir von ihm, bringt er sich immer wieder in gute Schussposition. Und dann kommt bei ihm noch hinzu, dass er normalerweise den Ball sehr präzise trifft, scharf schießen kann. Und das wird hoffentlich auch in Italien so sein. Hier ist er. Er hat ein bisschen verzogen den Ball. Knapp drüber. Jetzt ein ausgezeichneter Verteidiger, Schuster. Gegen Konopka. Ja, ja, da hat er ihn festgehalten. Aber Eidinger lässt weiterspielen, weil er einen Vorteil sah. Schön gemacht von Thomas Alofs. Und sein Bruder Klaus. Hat sich noch nicht richtig eingeschossen. Thomas Alofs, nebenbei gesagt, fliegt morgen früh. Wahrscheinlich zusammen mit seinem Mannschaftskameraden Ralf Dusent und diversen anderen nach China. Berti Vogts mit seiner Mannschaft der unter 21-Jährigen macht eine sehr schöne große Weltreise und die beiden werden dabei sein. Und sieben ist schon antreten. Also Pause gibt es für die Spieler nicht. Auch nicht für die Nationalspieler 4 in der Kölner Elf und eben Klaus Alofs bei den Düsseldorfern. Und sie alle haben mit ziemlichem Erstaunen vernommen, dass Reinhard Bonhoff nicht mitfahren wird nach Italien. Er hat sich gestern endgültig die Achillessehne so gereizt oder verletzt, dass er nicht aufgestellt werden kann. Die Verletzung rührt schon aus dem Pokalfinale von Brüssel. Und Jupp Derwall will es nicht riskieren. Dafür fahren mit neben den 18 genannten dann noch Matthäus von Borussia Mönchengladbach und die beiden Dortmunder Heike Immel, der Torhüter, und Miroslav Votava. Mit 21 geht es also am Montag Richtung Italien. Schade für Rainer Bonhoff, der sich mit Vehemenz in das Training hier gestürzt hat in Deutschland, nachdem er Spanien verlassen hat. Aber er wird wohl wirklich nicht können, sonst hätten sie es riskiert. Und Chance für Müller. Ah, der hat er nicht richtig getroffen. Bernd Kullmann und Toni Woodcock beschweren sich, aber das war nicht so einfach. Schauen Sie mal hier, ziemlich weit abgetrieben. Ja, hat er ziemlich weit oben erwischt. Und aus dem Querpass wurde nichts. Zewe. Gegen Groth. Ja, Wenzel. Schade, schade, der sprang ihn weg. Da haben wir Konopka. Und Strack geht. Doch mehr Libero in diesem Moment als Ausputzer. Drüben ist Litbarski. Woodcock und Seel. Alofs. Bewacht von Zimmermann. Er geht ihm nicht von der Seite.
Da sind die beiden. 4 und 10. Und hier Konopka bei Seel. Eckball. Ah, schön kann das werden. Ei. Das war Zewe aus dem Hinterhalt. Noch einmal. Hier Zewe. Bomber. Hier drüben läuft Prestin, sehr gut hat er das gesehen. Klug, der Pass. Doppelpass mit Dieter Müller. Schuster. Ja, das ist eine gute Distanz. Kein Problem für Jörg Daniel, der eine Zeit lang doch sehr nervös wirkte im Düsseldorfer Tor, aber jetzt allmählich zu seiner gewohnten Form zurückfindet. Gegen Köln. Oh, schade. Das ist schade. Aber das konnte Heinz Aldinger nicht ahnen, dass Woodcock plötzlich so frei sein würde und sich da so in Vorteil bringen würde. Der Typ war unterwegs. Kann passieren. Groth, Thomas Groth beim Freistoß. Hat ihn umgeschmissen. Kein Thema, Freistoß. Ich kann mir vorstellen, dass die Dortmunder mit ganz besonders aufmerksamen Augen hier nach Gelsenkirchen schauen. Denn für den Fall, dass Köln dieses Pokalfinale gewinnen würde, wäre ein UEFA-Cup-Platz frei für Borussia Dortmund. Denn dann würde Köln sich mit ziemlicher Sicherheit am Europapokal der Pokalsieger beteiligen. Die beiden Mannschaften, vielleicht das noch, sind in dieses Endspiel gekommen über, nehmen wir zuerst Fortuna Düsseldorf, Borussia Neunkirchen, Wacker 04 Berlin, SV Göppingen, Karlsruhe, Offenbach und Borussia Dortmund. Und die Kölner über den FSV Mainz 05, FC Altona 93, VfL Bochum, SV Darmstadt 98, FC Homburg und Schalke 04. Groth. Müller. Was ist er? Dieter Müller,
12 Länderspiele für Deutschland. Aber nach den großartigen Leistungen, die er beispielsweise bei der letzten Europameisterschaft brachte in der Tschechoslowakei, ist er dann doch ziemlich abgefallen, kommt aber allmählich wohl wieder in Schwung, wie auch sein Trainer bestätigt. Und das ist Wenzel. Die Kölner stehen gut in der Abwehr, sind sehr spritzig, gehen sofort zum Ball und zum Mann. Rot, Lipparski rechts, Müller, das ist Lipparski, der Dribbelkönig in Köln, kommt aus Berlin, das ist er, ja, ja! Und Konopka. Auch er einst Nationalspieler, allmählich wieder im Aufwind. Lässt weiterlaufen, Herbert Zimmermann behielt seinen Vorteil, hier ist er immer noch, durch die Beine gespielt, hat er Bomber, Pullmann, Müller, versucht er alleine, ja, 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 das ist es, das ist es, das ist es, das 1:0. Sehr schön gemacht hat das Dieter Müller, als er sich durchsetzte und drüben Bernd Pullmann traf. Er, der auch 1978, damals in der 71. Minute, glaube ich, also ziemlich weit ins Spiel hinein schon, das erste Torschuss für die Kölner. Später setzte Roger van Gool dann noch einen nach. Hier ist die Szene. Ganz frei ist Pullmann. Auweia, da haben die Düsseldorfer in der Abwehr nicht aufgepasst. Da haben wir ihn, das wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben. Er war ja unsicher in den letzten Wochen und Monaten, besonders im Hinblick auf die Nationalmannschaft, aber auch er zeigt eigentlich ansteigende Form. Und ich nehme an, dass dieses Tor hier heute ihm ganz enorm helfen wird. Grünseel gegen Konopka, Eckball. Also 1:0, das war die 26. Minute. Die Kölner einfach ein bisschen zielstrebiger, bissiger, energischer als die Düsseldorfer. Rot. Auf Müller. Das hat er zum zweiten Mal versucht, keiner beides durch die Beine zu spielen. Sein Trainer Heddergott sagte vor dem Spiel, dass er dabei sei, Dieter Müller wieder beweglicher zu machen. Hier haben wir ihn. Man muss dem Jungen sein Selbstvertrauen wiedergeben. Man muss ihn daran erinnern, dass er mehr kann als das, was er zuletzt gezeigt hat. Und ich glaube, wir sehen hier die ersten Ansätze dieser, wie Heddergott sagt, mühevollen Arbeit. Rot.
Götze und Seel. Sommer. Zewe geht mit. Dann kann er schießen. Kann er schießen. So lang gefackelt. Rot. Müller. Schuster, Rot, das läuft ganz prima jetzt. Woodcock, au, oh, jetzt hat er Libarski angeschossen. Das war Pech. Ja, die Kölner verstehen es schneller, das Mittelfeld zu überwinden. Bei den Düsseldorfern wirkt das im Moment doch alles etwas behäbig. Alofs ist ganz eng gedeckt von Zimmermann und dahinter stehen dann entweder Kullmann oder Strack, für den Fall, dass er sich mal vorbei mogelt. Schön gemacht von Müller. Woodcock. Jetzt wird er gegen Köhnen eine Flanke schlagen. Ja, immer nochmal. Nochmal Woodcock. Christine. Zimmermann. Ganz frei vor ihm. Das Feld mit Baski und Konopka geht mit. Oh ja, schade. Freistoß Konopka. Jetzt doch noch ein paar Leute mehr gekommen ins Parkstadion. Ich schätze so 65.000 circa. Darunter auch der Bundespräsident Karl Carstens. Er wird gegen Ende, nicht gegen Ende, am Ende den Pokal überreichen. Der DFB, der Deutsche Fußballbund, versucht sich den englischen Gepflogenheiten anzupassen. Es werden auch die Mannschaften zum ersten Mal hochgeführt auf die Ehrentribüne, wo es Gold- und Silbermedaillen gibt. Zum ersten Mal wird auch dieses Pokalfinale nicht wiederholt werden im Fall eines unentschiedenen Ausgangs. Es gibt eine Verlängerung von 2x15 Minuten und dann Elfmeterschießen. Aber wenn die Kölner so weiterspielen, dann werden sie darauf nicht zurückgreifen müssen. Müller verfolgt von Wenzel und Baltes. Stark der Mittelstürmer. Sehr stark. Nur mit letztem Einsatz zu bremsen. Gefällt mir gut heute. Dieter Müller. Seel. Nein, Thomas, das ist Klaus Allofs. Und Zimmermann bleibt Sieger. Bommer. Seel hat sich vom linken Flügel gelöst. Das macht er jetzt häufiger. Wenzel. Immer noch Wenzel. Das war zu knapp. Hat er nicht gesehen, dass da Schuster inzwischen herbeigekommen war. Wieder Müller. Und nochmal Kullmann. Seel. Konopka bei ihm. Immer bei ihm. Bundespräsident in der Mitte und die Ecke kommt rein. Da ist Wenzel, kopfballstarker Mann, aber Schumacher ganz lässig hat er das gemacht und gleich Rot eingesetzt.
Müller geht mit, Kuhlmann rückt auf, Schuster läuft mit. Die Kölner sehr druckvoll im Mittelfeld. Kuhlmann, Woodcock, Köhnen, gut aufgepasst. Viel Beifall für den 32-Jährigen. Thomas Allofs, Michael. Schöner langer Pass sollte das werden. Das ist Littbarski, ganz weit zurück. Alle Kölner in Bewegung, alle hinten, alle vorn. Das läuft ganz gut. Die Düsseldorfer zum dritten Mal hintereinander im deutschen Pokalfinale. Das ist vor ihnen nur Schalke 04 gelungen in den 30er Jahren. Müssen sich was einfallen lassen. Littbarski. Allofs gegen Zimmermann. Das ist ein Zweikampf. Naja, gibt Freistoß. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Das war im 16-Meter-Raum. Was wird der Aldinger machen? Ihn wahrscheinlich einen Meter hinausholen. Herausholen den Ball. Also für mein Empfinden war das schon drin. Wollen wir aber nicht so kleinlich sein. Schauen wir hier nochmal die Zeitlupe an. Nein, ich muss mich korrigieren. War draußen. Bommer. Da hat Schumacher den Ball über die Mittellinie geworfen. Toni Schumacher, der zum Torhüter Nummer 1 in Deutschland geworden ist. Viele Hoffnungen ruhen auf ihm im Hinblick auf die Europameisterschaft. Aber auch die Jungs, die danach kommen, nämlich Junghans und Immel, haben schon gezeigt, dass sie durchaus für höhere Aufgaben geeignet sind. Gestern Abend beispielsweise Immel und Bomber. Ah, wieder Schumacher. Sehr sicher, sehr ruhig und gelassen. Kann er das Spiel ganz allein entscheiden, sagt sein Trainer. Konopka. Harter Einsatz gegen Thomas Allofs, nicht gepfiffen. Schuster. Zimmermann sucht den freien Mann. Littbarski. Strack. Alle Spieler jetzt in der Düsseldorfer Hälfte. Außer Schumacher. Littbarski drüben am Flügel. Chance für Müller. Ah, schade. Das wäre was gewesen für Schuster, der bereit stand, um einzuköpfen. Hier sehen wir es nochmal. Aber etwas zu scharf. Der Ball kommt jetzt nochmal von Müller. Ein bisschen zu nah am Tor entlang. Aber die Kölner haben eindeutig bessere Szenen. Westin und wieder Schuster, über den das Spiel im Mittelfeld im Wesentlichen läuft. Gemeinsam mit Kuhlmann inszeniert er die Angriffe. Konopka. Ja.
ist eine gute Chance für Thomas Arnold. Sein Bruder Klaus hatte geflankt. Ich kann mich an das Halbfinalspiel der Düsseldorfer gegen Borussia Dortmund erinnern, dass sie dann schließlich 3:1 gewannen. Da hatte Thomas Alofs 2-3 ähnlich guter Chancen. Das Spiel hätten die Düsseldorfer wesentlich höher gewinnen müssen seinerzeit. Zufrieden sein, Karl-Heinz Hedergott. Neben ihm Rolf Herings, das ist Hannes Löhr, der auch manche Schlacht geschlagen hat für den 1. FC Köln und für Deutschland. Bommer und Wenzel. Wenzel immer noch, wieder Bommer. Seel zeigt an, dass er hart bedrängt worden ist. Schuster. ...19 Jahre alt, Kölns Supertalent. Will ja weg, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, zu Bayern München. Aber die Kölner lassen ihn nicht. Wir wissen warum. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Immer noch 1:0 für den 1. FC Köln. Durch ein Tor von Kuhlmann in der 26. Minute. Die Düsseldorfer haben sich etwas befreit von dem Druck der letzten Viertelstunde. Aber ihr Angriffsspiel läuft noch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Thomas Alofs. Sich Prestin verletzt, war trotzdem wieder hoch, rechtzeitig. Oh, muss man nicht machen, auch so hart. Weikel gegen Groth. Ja, da hat allerhand Musik drin in seinen Beinen. Sepp Weikel aus dem Bayerischen Wald, der kann hinlangen. Alofs, ja, das ist schön gedacht, aber da stand Kuhlmann und Gegenzug. Müller ganz zurückgekommen. Zimmermann. Roth geht mit. Müller, Schuster, drüben läuft Konopka. Litbarski. Gucken, was er macht. Ja, das war nicht aus von hier aus gesehen, aber Herr Redelfs hat es gesehen und auch Herr Aldinger und Volker Roth hat gewinkt. Seel. Wenzel. Die Düsseldorfer warten zu lange. Mit ihrem Abspiel, mit den Aktionen, die sie einleiten, das ist alles ein bisschen zu schleppend, da sind die Kölner schnell dabei. Immer wieder Schuster. Wenzel, schussgewaltiger Mann. Zimmermann. Ah, jetzt ist Baltes.
Gesicht dabei. Dieter Müller, nachdem er gesehen hat, dass der Junge ganz schön beweglich wieder ist. Wedel. Noch eine Minute bis zur Pause. Muss er jetzt spielen, sonst ist er abseits, richtig, ja. Das alte Leid, nicht nur bei Düsseldorf, das wird zu spät abgespielt, dann ist der Mitspieler abseits. Dieser ersten 45 Minuten kann man vielleicht sagen, dass die Kölner die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen haben bisher und dass sie einfach im Mittelfeld schneller reagiert haben, druckvoller gespielt haben. Und ich bin gespannt, wie die Düsseldorfer für die zweiten 45 Minuten ihr Konzept aufbauen. Wir verabschieden uns für einige Minuten hier aus dem Parkstadion und ich gebe zurück ins Heute-Journal. Bommer, Kullmann, Müller, versuchte alleine, ja, 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 das ist es, das ist es, das ist es, das 1:0. Und hier kommen die Mannschaften. Es war bislang ein gutes Spiel, wie ich finde, in dem die Kölner mehr Druck machten, mehr Chancen herausspielten, die entscheidenden Zweikämpfe gewannen, also summa summarum mehr vom Spiel hatten. Das Düsseldorfer Spiel ist doch sehr stark auf Klaus Allofs, dem Sturm, zugeschnitten und der wird beinhart gedeckt von Herbert Zimmermann mit der 4 und hier von Gerd Strack, den wir mit der Nummer 18. Und für den Notfall ist auch immer noch Bernd Kullmann da. Die Düsseldorfer müssten sich also jetzt eigentlich von dem Gedanken trennen, immer nur Allofs in die besonders gute Position zu bringen. Da gibt es ja auch noch seinen Bruder Thomas im Sturm und Rüdiger Wenzel und Wolfgang Seel, wie wir hier sehen mit der 11. Der frisch gebackene Trainer, er hat gerade seinen sogenannten A-Schein gemacht, seine A-Lizenz. Heinz Aldinger, der Schiedsrichter, hat das Spiel bis jetzt gut über die Runden gebracht. Und die zweite Halbzeit läuft. Beide Mannschaften unverändert. Die Kölner planen einen Wechsel und die Düsseldorfer auch, aber im Moment sind doch alle 22, die begonnen haben, dabei. Bundestrainer Jupp Derweil war eben mal kurz hier und hat seinen Bedauern darüber Ausdruck gegeben, dass Rainer Bonhoff nicht mitfahren kann nach Italien. Seine Achillessehnenentzündung ist doch zu sehr ausgewachsen, sodass er also Mühe hat, sich zu bewegen. Und es wäre ein zu großes Risiko, ihn während der Europameisterschaft einzusetzen. Müller und Woodcock. Einmal mehr geblockt von Egon Köhnen. Und außerdem hat er sich da wohl noch etwas zu energisch eingesetzt. Freistoß. Da ist Zewe ziemlich unglücklich zusammengeprallt mit einem Kölner, der jetzt flach auf dem Boden liegt, auf dem Rücken. Ich weiß nicht, wer es ist.
Immer noch, das Spiel läuft weiter. Immer noch weiter, Zewe. Um den Verletzten herum wird gespielt. Den Zuschauern gefällt das natürlich nicht. Mir auch nicht, muss ich sagen. Aber jetzt findet sich endlich Littbarski, der den Ball jetzt ausspielt, sodass jetzt der Schiedsrichter und auch die Helfer sich um den Verletzten kümmern können. Ich kann gar nicht sehen, was ist es. Könnte Strack sein. Der arme Kerl war jetzt lange verletzt. Immer wieder verletzt er sich. Und Karl-Heinz Hettergott, der Trainer, hat ihn gerade wieder zurechtgebogen. Und er hat auch während der ersten Halbzeit ein durchaus sehenswertes Spiel gemacht. Hier ist er, der baumlange Libero oder Ausputzer, je nachdem. Bernd Kuhlmann ist bei ihm. Zewe. Und Konterchance für Woodcock. Macht er ganz allein, immer noch allein. Drüben. Köhn mit dem Mute der Verzweiflung hat er sich hineingehechtet. Und Erfolg dabei gehabt. So ist er. Und Wenzel. Ah, der war ganz, ganz dicht an der Außenlinie, aber nicht im Aus. Geht weiter. Seel. Strack schon wieder bei Kräften, wie man gesehen hat, gegen Seel. Ohne Einwirkung des Gegners. Der fiel um, Bernd Kuhlmann ist es, glaube ich, fiel um wie vom Blitz getroffen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Die beiden hier, Karl-Heinz Hettergott und Hannes Löhr, wissen es offensichtlich auch nicht. Heinz Aldinger schaut auf die Uhr, um Zeit zu nehmen und eventuell nachspielen zu lassen. Ist Bernd Kuhlmann da mit irgendjemandem zusammengefallen. Ich sehe, dass er an der Hüfte behandelt wird. Das ist Okudera, der noch einen kräftigen Schluck aus der Pulle nimmt, bevor er gleich eingewechselt werden soll, wie ich eben höre. Er soll für Thomas Groth kommen, der eine leichte Erkältung hat, sehr schlecht Luft bekommt und sich mit so einer kleinen Sommergrippe herumschlägt. Naja, richtig, Bernd Kuhlmann hat also am linken Hüftknochen irgendeine Prellung davon getragen, scheint aber noch zu gehen. Sommer, das müsste schneller gehen im Düsseldorfer Mittelfeld, das dauert alles zu lang. Und ganz klein bisschen zu steil. Da kam er nicht ganz hin. Der Düsseldorfer Spielmacher. Bernd Kuhlmann lahmt immer noch, möchte ich mal sagen. Bei Strack geht es wieder, er hat einen leichten Schlag auf die Nase bekommen eben. Schuster. Konopka geht mit. Sehr schön, aber leider abseits. Da ärgert sich Dieter Müller. Er war ein bisschen zu schnell gestartet.
Schäbe. Schäbe und Bommer bilden die Mittelfeldachse. Sehl hängt weit zurück. Dafür ist jetzt Alofs mit einem tollen Schuss. Down. Ja. Das ist es, was fehlt. Das Salz in der Suppe. Herrlich gemacht, sehen wir hier nochmal. Schöner Pass von Zewe. Und aus der Drehung, das kann er. Knallhart, bumm, an die Latte. Schöner Schuss, schöne Parade. Schumacher war noch mit der Hand dran. Das ist nicht die feine Art von Egon Köhn, aber lieber Gott, so schlimm ist es auch nicht. Und die Zeit geht den Düsseldorfern flöten. Ist doch klar bei 0-1. Ja, Köhn etwas zu hart eingestiegen gegen Woodcock. Das Team. Bommer, Köhnen. Oh, der ist schwer für sie. Ja, ja, der ist immer verunglückt. Der ist im Egon Köhn verunglückt. Sitbarski. Herrlich, herrlich. Und da ist er frei. Wer? Müller. Daniel dabei. Schön gemacht von Sitbarski. Er ist schwer auszurechnen. Man weiß nie, was er macht im nächsten Moment. Zewe. Stark wie vor zwei Jahren, als er hier ein überragendes Spiel lieferte. Ja, und das ist Bommer. Und Schumacher steht richtig. Na also, jetzt läuft es ja ein bisschen besser bei den Düsseldorfern. Woodcock, Köhn hält ihn fest, Köhn hält ihn fest, ganz klar, ganz klar. Da ist ein eckiger, kantiger Kerl, dieser Egon Köhn, ein harter, bäriger Bursche. Es gibt sicher angenehmere Gegner für Tony Woodcock. Freistoß, Lipowski. Team. Wenzel. Zewe, hinter ihm ist einer, sagt ihm keiner. Ja, ja, ja. Und immer noch Chance. Mit links. Ja. Jetzt häufen sich die guten Torszenen bei der Fortuna. Immer wieder Zewe. Immer noch Alofs. Thomas Alofs, Klaus Alofs. Da kann er schießen. Würde ich gerne mal in Zeitlupe sehen. Ich glaube, da hat nicht viel gefehlt. Hier ist es. Hier ist Thomas. Da ist er. Und jetzt Klaus. Hinten rum. Und ganz rüber gezogen. Ganz rüber auf die lange Ecke. Sehen Sie mal. Wunderschön und knapp nur vorbei. Schade. Thank you.
schnell ist er auch noch. Dribbelstark und flott. Jawohl, nochmal rum. Jetzt kommt Köln. Er fühlt. Das ist ein Kühlmaus. Und hier Schuster. Gute Chance. Ja, seine besondere Stärke, seine Schussstärke liegt nicht im linken Fuß. Das weiß man. Jetzt immer häufiger die Position. Köhn geht mit. Gegen Strack. Kann ich gut sehen können. Also ich wage das nicht zu entscheiden, ob das Handspiel war. Der Ball sprang vom Boden hoch an die Hand. Aber ob das ein elfmeterreifes Handspiel war, wage ich nicht zu entscheiden. Gerade aus der Regie in der Zeitlupe konnte man auch nicht erkennen, ob da ein Handelfmeter fällig hätte sein können. Wenzel! Ja! Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Wunderschön gemacht und ich wollte gerade sagen, die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit gehören jetzt doch den Düsseldorfern. Nachdem die letzten 15, 20 der ersten 45 Minuten eindeutig den Kölnern gehörten. Hier nochmal die Szene. Wunderschön freigespielt von Alofs und Wenzel, der jetzt um Schumacher herum den Ball ins Netz zirkelt. Sehr gut hat er das gemacht. Rüdiger Wenzel, hier haben wir ihn gestern Geburtstag gefeiert, 27 Jahre alt geworden. Ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk, das er sich dann nachträglich macht. Und jetzt gehen sie hoch durch die 20.000 Düsseldorfer Fans. 1:1. Gutes Spiel, zwei schöne Tore. Wunderschöner Abend hier in Gelsenkirchen. Was will man mehr? Und Sewe, der immer stärker wird. Und nochmal Wenzel. Das ist Bommer. Ah. So schön hat er das gemacht, den Ball über den Gegner gehoben und dann blieb er hängen. Also nach einer Stunde Spielzeit im Gelsenkirchener Parkstadion im 37. deutschen Pokalendspiel 1:1 zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln. Sich Woodcock verletzt, obwohl er selbst unglücklich aufgelaufen ist. Seel, jetzt werden sie selbstbewusster, frecher, die Düsseldorfer. Oh, na, so geht es natürlich auch nicht. Ich glaube, das war Thomas Alofs, der da in zwei Kölner Abwehrspieler hineinhechtete. Otto Rehhagel, den es sicher nicht mehr lange auf der Trainerbank halten wird. Er hat sich auch für heute fest vorgenommen, ganz ruhig und ganz locker zu bleiben. Aber er ist ein Temperamentbolzen und wer ihn kennt, der weiß, dass irgendwann die Sache hier ihn doch wieder hochtreibt. Baltes. Ui, das war nicht so schön. Aber auch nicht so böse. Nein, war nicht so böse. Stark hat das Bein stehen lassen. Und möglicherweise kriegt er jetzt die gelbe Karte, ja. Aber ein richtig bösartiges Foul war das nicht. Da gibt es bösere Dinge zurzeit in der Fußball-Bundesliga. Ja.
Kurtis, der also die 5 trägt. Ein harter Knochen in vielen, vielen Bundesligaspielen. Hat er sich bewährt und hat gelernt. Und Alofs erstmal hier beim Freistoß. Und hat gelernt, solche Dinge zu überwinden, die Zähne zusammenzubeißen. Zewe bei Dieter Müller. Am Mittelkreis Egon Köhn. Und Rüdiger Wenzel bei Toni Woodcock. Er ist der Einzige, der sich ganz weit vor parkt im Moment. Alles andere versammelt sich im Strafraum. Der Kölner oder kurz davor. Eckball. Gute Position. Alofs. Wenzel. Seel kommt noch dabei hin. Köhnen ist mitgekommen. Thomas Alofs, der da kämpft. Und Köhnen schon wieder bei Woodcock. Dieter Müller. Ja, das ist aus. Hat man gesehen, das war ziemlich scharfer Querpass, der rüberkam zu Litbarski. Aber er hat sich bemüht, aber nicht ganz gepackt. Zewe, dominierende Figur. Ich sagte schon, wie vor 2 Jahren war er der überragende Mann auf dem Spielfeld. Die dominierende Figur im Mittelfeld des Fortuna-Spiels zusammen mit Bommer. Wir wollen Bommer nicht vergessen, der auch ein sehr gutes Spiel macht. Kleine Thomas Alofs. Und ich hatte Bommer gerade erwähnt, als er drüben entlang lief und den Ball scharf hereinpasste. Und Thomas Alofs war mit dem langen, mit dem gestreckten Bein da. Hier haben wir nochmal die Szene. Ausgehend von Zewe. Und jetzt kommt er, Bommer. Da ist der Querpass. Und schauen Sie auf Thomas Alofs mit dem langen Bein. Flupp, keine Chance für Toni Schumacher. Wetter. So hat sich also das Spiel gedreht. Die erste Halbzeit gehörte deutlich die Kölner und jetzt sind die Düsseldorfer Abdrücker. Und hier unten gibt es einen Spielerwechsel. Heraus geht also Thomas Groth. Ich sagte Ihnen, er ist ein bisschen vergrippt. Und hinein geht Okudera. Yasuhiko Okudera, der Japaner. Und ich bin mal gespannt, was die Kölner sich jetzt ausdenken, um diesem 2:1 Vorsprung der Düsseldorfer zu begegnen. Zimmermann, Schuster. Da waren sie schon. Zu zweit. Mit Müller und mit Zimmermann die Kölner. Also 65. Minute, 2:1 für Fortuna. Torfolge. Kullmann 26. 1:0. Wenzel 59. 1:1 und jetzt Thomas Alofs 65. 2:1. Und jetzt wird hier gefeiert und gesungen auf den Rängen. Und vielleicht feiert die Düsseldorfer heute Nacht nochmal. Und Mitternacht ist ein großer Empfang in der Düsseldorfer Altstadt vorgesehen. Zunächst am Rathausplatz, da wird der Oberbürgermeister Josef Kürten die Mannschaft empfangen und dann geht es in die Altstadt. Und wer die Düsseldorfer Altstadt kennt und da schon mal ein fröhliches Bier getrunken hat, der kann sich ausdenken, was da los wäre, wenn es so bliebe bei diesem 2:1. Und außerdem würden die Spieler noch so runde 15.000 Mark Prämie bekommen, ebenso wie die Kölner.
Und da hat es ein Foulspiel gegeben. Ein Foul an Rüdiger Wenzel. Sind hier aus Düsseldorf. Und Otto Rehhagel ist doch schon freudig erregt, wie man sieht. Ah, es geht schon wieder bei Wenzel. Und jetzt Freistoß für Fortuna Düsseldorf. Die Düsseldorfer haben ja einen Freistoßtrick sich ausgedacht, den praktizieren sie schon einige Wochen. Das scheint er hier nicht zu werden. Ich nehme an, dass Klaus Allofs direkt schießen wird. Bommer läuft an. Hey, Bommer hat es also selbst gemacht. Es gibt diesen Trick. Zewe hebt den Ball, lupft ihn ein bisschen an und Allofs schießt ihn dann aus der Luft. Und manchmal sehr gefährlich. Seel ist da. Immer noch da. Ja, jetzt wollen sie es wissen, die Düsseldorfer. Viel spritziger, viel energischer als während der ersten Halbzeit. Klaus Allofs. Schön gehalten von Schumacher. Jetzt wird gekämpft. Woodcock. Ah, da war er schon wieder dran, Bomber. Und Allofs wieder. Und schön vorgelegt für seinen Bruder. Und Zimmermann, schaut sich das an. Nee, Strack war's. Wie die reingehen jetzt auf beiden Seiten. Aber alles im Rahmen des Erlaubten. Kuhlmann. Okudera zum ersten Mal am Ball. Das er heute erledigt. Und wieder Kuhlmann. Reichel. Woodcock drüben. Schuster, den wollte er aus der Luft nehmen. Schön gedacht. Aber da war ein Bein dazwischen, und zwar das von Wenzel, der hier den Ball noch angelt. Das war das, was Otto Rehhagel von seiner Mannschaft erwartete. Er tippte auf die Kölner als den Favoriten. Sie sind auf vielen Positionen stärker besetzt als wir, sagte er. Aber wenn wir uns an das taktische Konzept halten, wenn wir unser kämpferisches Spiel suchen, dann haben wir eine Chance. Jetzt hier unten am Spielfeldrand dirigiert. Woodcock. Das ist gefährlich, ja. Da hat Daniel Glück gehabt. Jetzt kommt der nächste Wechsel bei den Kölnern. Litbarski, der sich hier auf die Kamera zubewegt, verlässt das Spielfeld und hineingeht Holger Willmer mit der Nummer 13. Karl-Heinz Heddergott bringt also einen frischen Stürmer aufs Feld.
hat sich das gesamte Spielgeschehen in die Düsseldorfer Hälfte verlagert. Alle Mann vor dem Düsseldorfer 16-Meter-Raum. Es wird ungeheuer gefightet auf beiden Seiten. Die Leute kriegen also was zu sehen für ihr Geld, muss man sagen. Daniel. Viel sicherer als in manchem Bundesligaspiel der vergangenen Monate. Das ist Wilmer. Das ist Herr Beiroth von Fortuna Düsseldorf, der Lizenzspieler Obmann. Er hat eine ganz besondere Krawatte am Hals. Die trägt er immer, wenn es um ganz besondere Dinge geht. Und solange er die trägt, hat er gesagt, hat sie ihm Glück gebracht, hat Fortuna kein Spiel verloren. Ob das stimmt, kann ich nicht prüfen. Jedenfalls hat er die Geschichte eben mal erzählt. 24 Spiele lang hat er diesen Schlips am Halse baumeln. Und immer hat Fortuna, hat seine Mannschaft nicht verloren. Wollen wir sehen, ob das heute auch was bringt. Schuster setzt sich durch. Das waren gut und gerne 30 Meter. Noch einmal der Schuss von Bernd Schuster. Hier kommt er. Oh, da hat Jörg Daniel im letzten Moment noch reagiert. Und hier drüben schon wieder Wenzel. Düsseldorfer Bank wird signalisiert. Noch 15 Minuten, eine halbe Stunde ist also gespielt in der zweiten Halbzeit dieses Pokalfinals und es steht 2:1 für Fortuna Düsseldorf. Seel. Wilmer geht und Butschkopf treibt den Ball. Ah, habe ich kommen sehen, wieder zu spät gespielt. Wilmer war gestartet und wenn dann der abspielende Mann ein bisschen zu lange wartet, dann ist der Mitspieler abseits. Otto Rehhagel, der Düsseldorfer Trainer, läuft jetzt immer häufiger an den Spielfeldrand und durch seine Gestik macht er deutlich, dass seine Spieler den Ball halten sollen. Sie sollen also jetzt nicht mehr so vehement stürmen, wie sie das während der letzten 30 Minuten in diesem zweiten 45 getan haben. Ruhiger spielen, den Vorsprung möglicherweise durch Besonnenheit über die Runden bringen. Aber da hat es ja schon manchmal ein böses Erwachen gegeben. Vielleicht ist es das Beste, wenn Fortuna das Spiel beibehält. Ob Sie es mitbekommen, die Düsseldorfer singen, ja, wir holen den Pokal, Halleluja. Ich bin gespannt. Sieht ja nicht schlecht aus.
schön gemacht hat, das Schuster. Sehr gut. Und Kuhlmann. Und Wilmer. Und Chance für Thomas Allofs im Gegenzug. Zewe. Klaus Allofs. Oh, hat ihn gestupst. Hat ihn gestupst. Ja, Zimmermann hat ihn gestupst. Aber drüben hat Volker Roth die Fahne nicht gehoben. Heinz Aldinger schaute hinüber zu ihm. Klaus Allofs liegt noch drüben im am 5-Meter-Raum bei Toni Schumacher. Die beiden, die in der Nationalmannschaft miteinander spielen, bestehen sie. Das heißt, einer steht, der andere liegt. Hat sich offenbar doch ernsthafter verletzt. Am besten mal Ball ins Aus. Wirtz hat ihn jetzt. Ja, und Jörg Daniel versucht, den Ball ins Auszuschlagen. Abgepfiffen. Jetzt wollen wir mal sehen, was aus Klaus Allofs wird. Zimmermann hat ihm da offenbar in die Rippen gestoßen. Etwas heftig, aber elfmeterreif war das wohl nicht. Dennoch, Klaus Allofs könnte sich verletzt haben. Der Schiedsrichter lächelt. Das freut mich. Wie oft hat man in solchen Spielen erlebt, dass das Gegenteil der Fall war, dass solche Kämpfe verbissen ausgetragen wurden von allen Beteiligten. Aber hier scheint doch eine gewisse Gelassenheit über dem Ganzen zu liegen. Und wenn sich die Schiedsrichter allmählich dazu durchringen könnten, großzügiger und einfach gelassener die Sache anzugehen, dann würde sich manches, was als unangenehm im Fußball der letzten Zeit empfunden wird, sicherlich ausräumen lassen. Geht schon wieder hier bei Klaus Allofs. Glücklicherweise. Zimmermann bei ihm. Finde ich sehr nett, diese freundschaftliche Geste. Seele. Für die Kölner wird es jetzt Zeit, noch 10 Minuten. 2:1 für Düsseldorf. Zimmermann. Sieht gut aus. Gestartet, aber beim Abseits. Thomas Allofs überrascht. Er war nicht im Abseits. Man sah drüben Linienrichter Volker Roth andeuten, dass alles klar sei, aber damit hatte er nicht gerechnet. Die Düsseldorfer müssen jetzt völlig aufpassen, dass solche Schnitzer da vor dem 16-Meter-Raum sich nicht böse auswirken. Früher angreifen, signalisiert die Kölner Trainerbank. Ich sehe Rolf Behrings, den einstigen Speerwerfer, der Mitcoach da unten, gestikulieren. Christine. Schön gemacht. Er stand direkt daneben und sah das Handspiel von Weichel.
Und Peter Raum, jetzt auch Strack, der lange Mann, der Kopfballstarke. Und Schuster. Alofs Oil. Ah, bleibt ruhig, war nicht so schlimm. War nicht so schlimm. Naja, also ich weiß nicht. Finde ich nett. Hat es sich noch mal überlegt. Hat sich noch überlegt, der Herr Aldinger, ob er ihm die gelbe Karte zeigt. Finde ich prima. Warum auch nicht? Kann man doch noch mal überlegen und sagen, also eine Verwarnung oder eine Ermahnung tut es auch. Auf die Uhr schauen, noch 7 Minuten. Konopka. Die langen Kerls sind jetzt 16 Meter Raum der Düsseldorfer. Pullmann, Strack, Schuster, Wilmer. Jetzt muss es mit der Brechstange gehen. Okudera. Au, oh, schade drum. Der Schiedsrichter hatte sein Bein dazwischen. Konopka. Letztes Aufbäumen. Man hat das Gefühl, die Kölner haben nicht mehr allzu viel Kraft. Alles sauber, ja, ja, ja. Millimeterarbeit war das. Von Wirtz. Bei Fortuna Düsseldorf bahnt sich noch ein Spielerwechsel an. Ich sehe da unten mit der Nummer 13 Günther Bansemer. Und da ist nochmal eine dicke Chance für die Düsseldorfer. Oh, weia, das wäre es gewesen. Rudi Bommer war es, der versuchte über Toni Schumacher hinweg zu lupfen. Hier kommt er ganz allein, aber schwer ist schwer. Der Torhüter war ganz dicht bei ihm. Verletzt bei diesem Zusammenprall mit Schumacher. Hier ist Bansemer, der für Wenzel ins Spiel kommen soll. Wir sehen die 6 hier auf dem Rücken des Betreuers. Oder ist es die 9? Ne, ist die 6. Kann auch die 9 sein. Wollen wir sehen. Der Schiedsrichter nicht nachspielen lässt. 2:1 führt Fortuna Düsseldorf. Und der Pokal ist greifbar nahe. Der Ball weit raus. Die Zeit läuft für die Düsseldorfer. Schöner Flankenwechsel. Klaus Alofs auf Rüdiger Wenzel. Die Chance für Wirtz. Ja, das ist die große Chance.
Prima reagiert hat Schumacher. Und nochmal die Kölner. Kuhlmann. Schuster. Kuhlmann. Oh, der ist noch warm. Eieieiei. Daniel konnte den Ball nur abklatschen. Und er lag frei. 1,50 Meter vor dem Tor. Hier sehen wir es nochmal. Kuhlmann. Und bumm. Das war nochmal eine Szene. Schumacher weit aus seinem Tor. Jetzt heißt es, alle Mann nach vorn bei den Kölnern. Die letzte Minute läuft Schuster. Ja, jetzt kommt der Wechsel. Banzimmer für Wenzel. Hat er keine Kraft mehr, vor allen Dingen nicht in seinem linken Fuß, deshalb ist Banzimmer drin. Schuster. Oh lala, oh lala, Dieter Müller. Köhnen bei ihm. Und jetzt nochmal Strack hier drüben. Eckball, letzte Chance für Köln. Noch 20 Sekunden der normalen Spielzeit. 2:1 für Düsseldorf. Eckball Wilmer. Harald Schumacher steht über die Mittellinie hinaus in der gegnerischen Hälfte. Als wollte er es mit Gewalt zwingen. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Nochmal Freistoß für Düsseldorf. Die normale Spielzeit ist um, es wird also nachgespielt. Fragt sich, wie lange. Bommer nochmal. Hat sich erholt von seinem Sturz eben. Der geht aus, der geht aus. Ja, der geht aus. Jetzt ist er ganz aus. Eine Chance für Thomas Eul. Der Ganze hat böses Foul vor dem 16-Meter-Raum. Und Klaus Allofs beklagt sich zu Recht, denn er war in hervorragender Schussposition. Also jetzt müsste es eigentlich gelaufen sein für Fortuna Düsseldorf. Eine Minute über die reguläre Spielzeit hinaus sind wir. Der Zewe wird sich nochmal auf den Freistoß vorbereiten. Vielleicht kommt jetzt der Lupfer, von dem ich eben sprach. Allofs steht bereit. Bereit, Klaus Allofs. Zewe direkt am Ball. Alle Fotografen bei Otto Rehhagel und Klaus Allofs. Da gibt es noch eine Ecke drüben. Also das müsste eigentlich gelaufen sein. Wir sind in der 47. der zweiten Halbzeit. Klaus Allofs. Düsseldorf ist der deutsche Pokalsieger 1980. Und Sie können sich vorstellen, was da unten jetzt los ist. Im Mittelkreis. Otto Rehhagel.
umarmt seine Jungs. Das hat er zwar gehofft, aber nicht zu tippen gewagt. Das ist natürlich ein ganz großer Tag für ihn, zum ersten Mal in einem Endspiel. Und jetzt, nachdem er den Düsseldorfern den Klassenerhalt gesichert hat, vor 14 Tagen, 3 Wochen, nun deutscher Pokalsieger. Fortuna verteidigt den Pokal also erfolgreich. Nach 77 und 78, als der erste FC Köln den Pott holte, nun die Fortuna 79 und 80. Hat Wolfram gelaufen. Ja, ich glaube, wir haben diesmal die Chancen, die wir gehabt haben, entsprechend mehr genutzt als vor 2 Jahren, wo wir auch in der Chance ganz klar vorne gelegen sind. Und deshalb, glaube ich, ist auch der Sieg verdient. Wo sehen Sie den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit? Ja, ich glaube, dass wir insgesamt rationeller gespielt haben als der erste FC Köln, dass also auch alle Spieler gelaufen sind. Und das ist, glaube ich, das, wofür der FC Köln also in der zweiten Halbzeit in gewisser Weise zu gut zahlt. Ein durchgeschwitzter Klaus Allofs kommt dazu. Klaus Allofs, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sind Sie schwer verletzt worden? Ja, nee, ich habe so ein bisschen das Band gedehnt im linken Knie, aber ich glaube, es geht bis nicht. Aber keine Hiobs-Nachricht für den Bundestrainer? Das glaube ich nicht, auf keinen Fall. Was ist aus Ihrer Sicht anders gelaufen als vor 2 Jahren? Da waren Sie auch einer der überragenden Leute. Ja, ich glaube, dass wir vor 2 Jahren noch nicht so reif waren und vielleicht ein bisschen ängstlicher gespielt haben. Diesmal haben wir selbst nach dem 1-0 Rückstand den Glauben nicht verloren und wir waren eigentlich zuversichtlich, dass wir das noch schaffen würden. Jetzt dürfen Sie hoch zum Bundespräsidenten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich gebe zurück zu Dieter Kürten. Ja, hier oben sind die Menschen aufgesprungen auf der Tribüne, umlagern jetzt den Bundespräsidenten Professor Karl Carstens, der den Pokal überreichen wird. Zum ersten Mal, ich sagte es während der ersten Halbzeit, werden nach englischem Vorbild beide Mannschaften hier auf der Ehrentribüne erwartet. Es gibt neben dem Pokal für Fortuna Düsseldorf Goldmedaillen für alle Spieler und die Kölner erhalten eine silberne. Die Düsseldorfer zweifellos verdienter Pokalsieger heute, gemessen an der wirklich eindrucksvollen zweiten Halbzeit, die sie geliefert haben. Es war, wie ich finde, ein sehr gutes Endspiel, das sich nahtlos an das von 1978 hier angeschlossen hat. Und die Düsseldorfer, die durch Tore von Wenzel in der 59. und Thomas Allofs in der 65. bei einem Gegentreffer von Bernd Ullmann in der 26. Minute hier einen großen Erfolg errungen haben, dürfen sicherlich nach Hause gehen in dem Bewusstsein, ein gutes Spiel geliefert zu haben und ein verdienter Sieger zu sein. Das werden auch die Kölner neidlos anerkennen. Und jetzt also die Ehrung. Wir wollen erstmal warten, welche Worte da gesprochen werden. Vielleicht können wir uns noch mal einmischen. Wenn nicht, dann sage ich Ihnen jetzt schon vielen Dank, dass Sie dabei waren heute Abend. Es war wirklich ein schönes Spiel, schöner Abend mit einem guten Spiel. Und ich freue mich, dass wir Ihnen wieder mal erfrischenden Fußball ins Haus gebracht haben. Bühne. Hier ist Jörg Daniel, der heute Mannschaftskapitän ist, und ich eben sagte, Kapitän Gerzebe, so meinte ich eigentlich mehr, der Mann, der jahrelang Kapitän war und die dominierende Figur, die Figur, um die sich fast geht ihr schnell auf die Tatur, Jörg Daniel. Das ist der Ball, glaube ich jedenfalls. Das ist schlecht zu erkennen im Moment auf dem Monitor. Daneben Rudi Bommer. Rudi! Pokal. Rudi, einer Baltes schwingt ihn mit der 5. Das ist mit der 13 Günter Bansemer. Thomas Allofs. Wolfgang Seel. Ihr müsst euch alles sagen. Das müsste jetzt Rüdiger Wenzel sein. Das ist so schwer. Haben wir verdient gewonnen. Herr Breuer. Das ist jetzt Weigel. Das war wohl Wirtz.
Mit den Mini-Please, die Jungs, die sehen jetzt alle gleich aus. Los, wieder hinlegen. Nee, holt euch Herr Zewe. Holt euch fit und das. Egon Könen. Hier nochmal Klaus Allotz. DFB-Präsident Hermann Neuberger, das ist Ralf Dusend, einer der jungen Spieler, der Nachwuchsspieler in der Fortuna-Gruppe. Und ich höre gerade, ich muss mich verabschieden hier aus dem Gelsenkirchener Parkstadion. Ich tue das von einem Fußballfest zum Ausklang der Saison. Aber mit Fußball werden Sie ja in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen noch reichlich versorgt, wenn es von Mittwoch an um die Europameisterschaft in Italien geht und wenn wir dann einige der Spieler, die wir heute hier erlebt haben, wiedersehen werden. Ich denke an Harald Schumacher, an Herbert Zimmermann, Bernd Schuster, Bernd Kuhlmann oder an Klaus Allofs aus der Fortuna-Mannschaft. Alles gut, ich wünsche Ihnen morgen einen schönen Feiertag und gebe jetzt zurück in die Sendezentrale.